Willkommen, meine Buddies. Psst, hinter der Kamera. Hallo, Luise. Ja, sorry. Du bist zurück. Das letzte Mal, du da warst, waren wir noch ein winziger Kanal. 3 Abonnenten, 4 Freunde. 99 Aufrufe. 99 Aufrufe. Und jetzt bist du auf einem gigantischen, einem der größten Kanäle Imperium, ja genau, flüstere es mir, während ich es sage, zu. In einem Imperium des deutschen YouTube-Marktes. Bist du nervös? Nein. Zu Recht. Du hast dich bei mir gemeldet mit einer originellen Idee, noch nie zuvor auf YouTube gesehen. Die Bierpong-Challenge. Magst du kurz erklären, um was es geht? Wie sie funktioniert? Also es geht so, wir haben einen Tischtennisball und auf einem Tisch stehen in unserem Fall 12 verschiedene Becher. Ein Christbaum aus Bechern haben wir gemacht. Und mit dem Tischtennisball schießt man eben versucht man in die Becher zu schießen, aber von anderen Personen oder irgendwie irgendwelche Tricks. Das ist eine schlechte Erklärung. Also es ist einfach Bierpong. Man schießt abwechselnd in den Christbaum rein, trifft man einen Becher, in den Bechern, hoppala, ich mach's nicht viel besser, ja. In den Bechern wird die Luise 2 oder mehrere dieser Zutaten reinmischen und ein möglichst ekliges Getränk machen. Und der trifft, von dem muss der andere, der Becher, der trifft, der ihn trifft, wenn einer trifft, muss der andere den Becher trinken, so. Easy. Ich mach schwerer als es ist. Das sind die Zutaten. Riebissel Marmelade. Sojasauce. Zitronensaft. Tabasco. Vanillekipferl. Vanillekipferl. Eine Currysoße. Tomatenmark und Mayo. Eine Milch. Schwarzer Olivensaft. Eine Birnensenfsoße. Zitronenmelisse, Minz, Fruchtsirup. Sehr süß. Und Achtung, hoppala. Jetzt überrasche ich euch alle. Das ist ein Stein. Den habe ich in Myanmar von einem Mönch vor einer Höhle bekommen. Und er hat gemeint, das ist so ein Stein, so ein Kohlestein oder was auch immer. Den löst man in Wasser auf und dann ist das gut für den Bauch. Aber wir werden damit ein bisschen mixen. Luise? Ja? Ab in die Küche, mix uns ein paar Drinks. Die Rivalen. Gotcha! Oh. Hey! Wir sind ready. Die Bälle, die Drinks, alles fertig. Lulatsch beginnt. Machen wir mal den ganz normalen. Einfach direkt, okay? Okay. Ah, was macht? Schau, schau. Erster Treffer. Der Trick ist die Knie. Jo, wie beim Skispringen. Ich hab die Kamera versteht. Du hast was Falsches gemacht, du musst mir auch Bierpunktmaster machen. Ah! Und? Das ist der Stein. Der Stein und Mayonnaise. Es schmeckt wie. Ah! Vielleicht brauchst du ein Wasser. Ja, normalerweise schmecken mir wirklich alle Sachen, aber das schmeckt mir nicht. Ne? Es kommen mehrere. Was? Es schmeckt wirklich wie ein alter Socken. Es ist wirklich. Was machen wir jetzt? Einmal aufpäppeln? Einmal aufpäppeln, ja. Es ist Feigensinn. Gott, Curry! Ah ja? Wärme mich ein. Bröckelig! Bröckelig, ja! Meins auch! Was? Hast du auch Stein gehabt? Von der Geschmacksliste von 1 ganz schlecht bis 10 immer wieder. 5. Meins war eine 2. Eine 1! Mach mal einen Hüftenpraller. Oder rückwärts. Der wird da raussuchen. Okay, Kopf. Kopf? Wow. Das kann ich nicht koordinieren. Das geht super! Das gibt's nicht! Wie oft machst du das? Gut, wechseln! Ich suche was aus.
Machen wir wieder leicht. Doppelaufbau, okay? Okay. Also zwei. Zwei und mehr. Nein, zwei. Nein. Aber es wäre auch ein drittes Mal gewesen. Na geh, was? Boah! Yeah! Nein, ich hab's milchige! Ganz klar Mayonnaise. Und Zitrone. Mm. Und der Stein! Aber das ist gut. Echt? Mm. Von 1 bis 10, wie viele Punkte? 7, 8! Was? Aber das andere? Das kann ich dir. Bitte mehr, aber das ist ein gutes. Nein. Oh, okay. Über 2. Über 2. Ja, ich glaube, das ist das Kekse. Das riecht so vanillig, gell? Hm? Das ist der Tomatenmark. Aber der Keks auch. 5. Egal wie, kann auch aufprallen, aber halt so werfen, okay? Okay. Was? Warte, jetzt. Das ist meine Wurftechnik. Okay. Mir schmeckt es jetzt nicht so, weil Tomate drin ist, oder? Es geht. Wie viel? Sauer? 7. So. Gut. Unmöglich. Boah. Jetzt wirkt er immer. Nein, ich will mich positionieren. Das war auch nicht so gut. Nee, ich bin ein Beyblade, ja? Super. Boah. Ich sehe schon das Tomatenmark an dem Rand. Es ging? Ich weiß nicht. Es ist wie eine Tomatensuppe, also es ist Tomatenmark. Aber es ist viel, das ist das, wo du so viel Tomatenmark reingeben hast. 3. Jetzt muss der Gegner sich davor bücken. Bück dich. Und du musst mit deinem Abprall auf dir reinbrechen. Jo, dann krieg ich es so. Nein, du musst ruhig bleiben. Okay. Oh Gott, magst du was anders machen? Nein. Geht das? Okay, das ist schwer. Das ist ja. Den stumpfen Rücken. Es geht einfach so. Ja, soll ich ihn buckliger machen? Ja, bitte, knochiger schon so. Ja, ich mache eine neue Taktik. Weiter vor. Wow, oh, nein, nicht so weit vor. Hier, genau. So, dass er direkt reinrollt, oder? Und runter, ja. Ja! Ja. Ich hab nur so gemacht. Was soll ich machen? Trink es. Nein, Decke. Decke, gut. Ja, okay, Decke. Na gut, dann such was anderes aus. Okay. Im Lee. Passt. Und egal wie viel Aufprall da um mich an. Naja. Na, schön nach hinten, schön nach hinten. Spielst du da? Ganz hinten. Ich muss gar nicht. Geh bitte! Ich bleib jetzt mal einfach liegen hier neben dir. Kann ich wieder kommen? Okay, wir sind leider nicht wirklich fähig, deswegen zurück zu den Basics. Klassisches Peppeln. Okay. Wie oft peppeln? 3-mal. Nein, das ist auch zu schwer, oder? Schaffen wir das? Probieren wir 3. Nein, machen wir hintere Bande, oder? Hab ich mir eh gedacht. Aber das schaffen wir noch nicht. Jetzt macht man mit dem Fuß, so wie bei Fußball. Dieses Leute, können wir mal wieder treffen, bevor wir da mit der Po-Backe schießen? Das hast du vorher gerade gemacht. Was? Wir sind zurück. Nein. Welche Note? 5. Einmal peppeln, okay. Und von da halt. Okay, ich beginne. Er ist gut. Ja! Nein, ich kann es nicht finden.
Mhm, Curry. Mhm. Geht, oder? Boah. Das trinke ich. Auf einmal das Bröckerl ist auf dieses Zapfen gekommen. Das hängt. Ach. Ja, also eine Null? Nein. War gut. Ist war eine 2. Das war nur grauslich vom Zapfen her, aber vom Geschmack her war es nicht so schlimm. Wieder einmal böppeln, oder? Ja. Jetzt hast du. Hast du mir nicht kurz nein geschaut? Ha! Nein, nein, nein. Oh, Das ist okay. Stopp! Das ist nur Sojasauce. Nein. Das ist ja nicht so schlimm. Sollte eigentlich nicht nur Sojasauce sein. Nicht so schlimm, oder? Zitronen so mit drin gegeben. Jetzt siehst du, was ich die ganze Zeit krieg. Ja, gut schlafen bist du heute. Das nein, nein. Bitte, komm. Pass auf, machen wir es so, du trinkst den und ich trinke den anderen, okay? Schau, wir hier auf diesem riesen, großzügigen Kanal. Komm. Alles? Ist wieder das. Hallo, liebe Super Super Nation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert. Was sagt man noch am Schluss? Danke, Luise, hinter der Kamera und für die Drinks. Danke, Marius, für diese originelle Idee und für das Mitmachen. Du warst ein tapferer Krieger. Es gibt kein Gewinnspiel für euch. Nee, nicht. Ja. Das musst du erwähnen. Es gibt kein Gewinnspiel. Verstehst du das? Nein, nein. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Erkundet die Welt.